und herzlich willkommen zu einem neuen N-Tower TV-Video. Wie ihr schon sehen könnt, heute geht es wieder um den New Nintendo 3DS. Wir haben euch ja schon ein Unboxing und First Look gezeigt, sowie eure Frage in einem Video-FAQ beantwortet. Doch eine Sache konnten wir euch bisher noch nicht zeigen. Packen wir den erstmal weg hier. Hoffentlich hier ist auf die Kamera drauf. Es geht um die Faceplates. Oder wie es hier schön auf Deutsch auch schon heißt, Zierblenden. Und ja, ich glaube, die packen wir einfach mal zusammen aus. Natürlich musste ich erst mal warten, bis das Vernünftiges kommt. Und Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Selbstverständlich. Hier steht auch mal schön drauf. Boah, ich bin fasziniert, wie gut diese iPhone-Kamera ist. Gut, hier oben steht noch irgendwas drauf, wo das herkommt. Egal. Gucken wir mal, wie wir das hier aus der Packung kriegen. Man hat mir gedacht, das geht total einfach. Ich krieg's nicht hin. Doch, ich krieg's hin. Scheiße, jetzt hab ich's abgerissen. Nein, hab ich hab die Packung zerstört. Die schöne Verpackung, egal. Das kommt auch noch weg. Gut. Was ist das denn hier? Eine Anleitung. Oh, das ist wieder so eine furchtbare Idee. Riesig wird. Instruction, wo ist denn Deutsch hier? Da ist Deutsch. Und auf der Rückseite ist noch mehr Fremdsprache. Gut. Um diese Cases bzw. Zierblenden zu wechseln, müsst ihr entweder den Stylus verwenden und könnt dann hier unter diese Ecken greifen. Kamera, bitte. Ja, ich habe sie eben noch hochgelobt. Naja, also ihr müsst den hier hochklappen. Dann haben wir schon mal die erste Platte ab. Hier kommt Auron drauf. Das müsste so richtig herum sein. Ja. Oder das ist nicht richtig herum. Nein, das ist nicht richtig. Doch, es ist richtig herum. Warum geht das denn jetzt nicht? Ah! Ich habe ein defektes Produkt gekauft. Gut. Mysteriös. Ah, doch, nein. Scheiße. Es geht nicht rein. Was ist denn hier los? Jetzt steckt es drin, aber das andere nicht. Ah, so. Endlich steckt es drin. So, das andere ist ein wenig schlechter umgesetzt. Man muss es nämlich aufschrauben. Ich habe jetzt hier schon mal einen wunderschönen Schraubenzieher besorgt. Ah, falsch rum. Mein handwerkliches Geschick ist jetzt nicht so das Nonplusultra. Aber dafür sollte es wohl reichen. Auch hier muss man wieder drunter greifen. Ah, so. Und auch. Ich frage mich, warum diese eine Faceplate das Problem gemacht hat. Hier steckt übrigens auch die MicroSD drin. Hier ist der wunderschöne Akku. Jetzt hier natürlich Kyogre. Das coolere von den beiden auf jeden Fall. Und das kommt hier so rein. Schade, dass das unten ist. So, das ging jetzt auf einmal ganz leicht rein. Warum auch immer. Ich schraube sie direkt in dieser Zierblende drin. Ich schraube sie wieder fest. Das hier auch. So. Haben wir hier den wunderschönen grauen Case. Boah, das fühlt sich gut an. Boah, das fühlt sich doch deutlich besser an als das Original. Und hier. Ach, falsch rum. Ach, war doch noch nicht ganz drauf. Jetzt ist es ganz drauf. Kyogre, wenn man es dann so aufklappt. Oh, das ist clever gemacht, weil man hat einmal Groudon richtig herum und einmal andersherum, genau wie Kyogre. Man hat es einmal in der Protoform und einmal in der normalen. Und so kann man es auch, wenn man es hochkant sieht, sieht man trotzdem immer eines von den Pokémon richtig herum. Und man zockt ja so, man sieht man es ja eigentlich nicht. Aber, ja. Oh, sieht geil aus.
sieht geil aus. Aber wir müssen uns das hier angucken, weil das noch viel geiler aussieht. Wow, fantastisch. Gut, das waren die Zierblenden für den New Nintendo 3DS. Die funktionieren auch nur mit dem New Nintendo 3DS. Das XL-Modell ist leider, hat leider nicht dieses Feature. Ich bin mir relativ sicher, wenn der New 3DS 2015 erscheint, dass auch wir Pokémon Zierblenden kriegen werden. Ob es jetzt genau die sind, weiß ich nicht. Aber ja, wir werden sehen. So, das waren jetzt Upbaus für N-Tower TV und wir sehen uns dann bei einem neuen 3DS-Video. Tschüss!